Hallo, moin und Tag gesagt. Endlich ist es wieder soweit. Seven vs. Wild. Staffel 4. Der gute Fritz Meinecke hat es wieder getan. Es gibt eine neue Staffel und die erste Folge ist auf YouTube draußen. Endlich. Und ich freue mich, dass ich endlich loslegen kann, dass ich es mir endlich angucken kann. Und ja, vielleicht so den einen oder anderen unqualifizierten oder vielleicht sogar qualifizierten Kommentar dazu abgeben werde. Ja, ich hoffe, es wird spannend. Wir gehen rein. Hauptpartner unserer diesjährigen Staffel Seven vs. Wild ist Holy. Geiler Geschmack mit gutem Gewissen, ohne irgendwelchen Bullshit wie Zucker oder künstliche Aromen. Wenn ich eins in meinem Leben gelernt habe, dann das. Ohne Flüssigkeit gehst du kaputt. Das ist richtig. Da ist auf jeden Fall Salz drin. Ja. Da ist auf jeden Fall Salz drin. Ja, ein bisschen Salz ist ja nicht schlecht, haben wir gelernt. Ne? Also ein bisschen Salz ist ja gut. Ich meine, gut, es darf jetzt nicht nach Meerwasser schmecken, nach Salzlösung oder so, aber naja, so, ne? Ein bisschen Salz und ein bisschen, so ein kleines Stück Salz ist schon so ein bisschen Elektrolyt und so, ne? So, denke da schon was drin. Hundertprozentig. Das ist nicht trinkbar, kannst du knicken. Und dabei kann trinken. Und es war doch trinkbar. Trinken doch so einfach sein. Das Ganze gibt es in drei verschiedenen Sorten. Iced Tea, Holy Energy und mein Favorit, Holy Hydration. Yep. Gönnt euch jetzt ein Starter-Set inklusive die. Jetzt frage ich mich gerade, was ist das Besondere an Holy Hydration? Werde ich nachher mal ein bisschen recherchieren. Weil hydrieren, Hydration ist ja Flüssigkeitszufuhr und das mache ich doch mit dem Trinken eigentlich automatisch. Es sei denn, ich trinke zu viel Salzwasser, dann habe ich einen gegenteiligen Effekt. Diesem coolen Shaker und nutzt natürlich auch den Rabattcode 7vs5, denn damit gibt es 5 Euro Rabatt. 7vs5! Ich hätte sich einen der originalen 7vs5 Plastik- oder Thermoshaker. Ja, streng limitiert, das heißt, wenn weg, dann weg. Also gönnt euch. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Ah, endlich geht's los. Endlich geht's los. Ich freue mich. Gut, wir wissen natürlich schon so ein bisschen was über das Setting. Wir haben ja die Behind-the-Scenes-Folgen schon geguckt. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Behind-the-Scenes-Folgen nicht nach der Staffel oder während der Staffel irgendwo ausgestrahlt werden, sondern dass sie schon im Vorfeld kamen. Finde ich ein bisschen schade. Sind, ja, ich weiß nicht, ob Spoiler in dem Falle drin sind, aber man weiß jetzt natürlich schon, dass die mit einem Flugzeug abgestürzt sind. Quasi, ne? Oh, waschechter Flugsimulator. Apropos Flugsimulator. Ich werde möglicherweise wieder einen Helikopterflug im Flugsimulator zum Spot machen. Und dann gucken wir uns die ganze Ecke da hinten vielleicht mal an. So wie bei Seven vs. Wild Staffel 2 habe ich das ja auch gemacht. Bin ich auch alle Spots abgeflogen. Und vielleicht machen wir das noch. Crashed. Seven vs. Wild. Crashed. Sehr cool. Also das Setting finde ich grundsätzlich ziemlich cool. Neuseeland. Lindisfarne. Habe ich doch recht gehabt bei meiner letzten Streams. Im Winter. Frostig, 1 Grad. Oha. Das wird kalt. Und wenn ihr bei Behind the Scenes aufgepasst habt, werdet ihr wissen, was zum Beispiel ein Hugo anhat. Neuer Trikot! Das handsignierte von, ich glaube, Ronaldo war es. Ich glaube, das hat er nicht angezogen. Guckt euch das an, wie geil das Setting einfach aussieht.
Die gute alte Donnier. Hey Fritz. Coole Kamera. Kugos GoPro. So ein Headset würde ich tatsächlich gerne mal für einen Stream ausprobieren. So ein Piloten-Headset. Die haben ein wahnsinnig geiles Noise-Canceling. Und ja, ich glaube aber, die Sprachqualität ist vom Mikro her ist nicht so gut. Das sehe ich gerade, wo ich, ich glaube Julia ist das, wo ich ihr da so ins Gesicht schaue und mir die Brille angucke, ist das Milchglas-Taucherbrille und hat sie wirklich die Augen geschlossen oder ist das ein Foto von ihr da, von ihren Augen da reingeklebt? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also sehen die was oder sehen die gar nichts? Aber verachten. Adrenalin in meinem Körper. Okay, wenn ich das richtig gesehen habe, sind das irgendwie so angeschliffene Taucherbrillen, wollte ich gerade sagen, durch die man halt wirklich nur hell und dunkel sehen kann und vielleicht die eine oder andere Farbe, aber nicht wirklich ein Bild. Das heißt, die werden auch noch überrascht. Man sieht gar nichts. Ja. Ganz schön kalt, Leute. Wir sehen nichts, das ist voll der Scheißtod. Jetzt crashen, wir sehen nichts, voll der Scheißtod. Scheiße, Alter. Was machen wir hier? Blödsinn, wie immer, Fritz. Wie immer Blödsinn. Ja. Naja, wir drehen halt ein neues YouTube-Video, Leute. Eine Kurve. Oh, und Viehzeug. Essen! Ich glaube, wir sind da. Schöne Gegend. Wirklich eine sehr, sehr schöne Gegend da. Aussieht trockenes Gras. Gut zum Feuer machen. Also insgesamt ist die Ecke da ziemlich scheiße, glaube ich. Ne? Okay, flach. Mir geht die Pumpe. Ich bin so gespannt, wo wir jetzt gleich hier sind. Oha, Junge, Gänsehaut gerade. Komm im Dschungel, mir ist klar. Du siehst schon was? Ich geh grad raus, Digga. Siehst du was? Digga. Ich seh gar nichts, Digga. Einfach mal wegschubsen, kann man machen. Ihr dürft eure Masken jetzt abnehmen. Ich wollte ein Flugzeug abgestoßen vorne. Geil, Alter. Er grinst. Guck ihn dir an, da ist der gute Fritz. Da steht er stramm und gerade, Alter. Ach du Scheiße. Hier ist Schnee? Naja, es ist Winter, ne? Da kommt Schnee schon mal vor. Bei Seven Girls Wide Staffel 4. Ihr seht, ihr befindet euch aktuell in Neuseeland. Wir haben uns diesmal was anderes überlegt. Ein Szenario, ein Flugzeugabsturz. Vom Szenario seid ihr als Gruppe hier ausgesetzt und abgestürzt. Ganz wichtig, das heißt nicht, dass ihr irgendwie zusammenbleiben müsst. Das ist alles eure freie Entscheidung. Ihr könnt als Gruppe zusammenbleiben, ihr könnt euch teilen, ihr könnt wieder zusammenfinden, kleine Grüppchen machen. Das ist keine Sache, wo wir euch irgendwie reinreden wollen. Es sind harte Bedingungen, so viel kann ich sagen. Aber denkt bitte bei jedem Schritt, den ihr geht, daran, dass ihr Eigenverantwortung übernimmt. Und wenn ihr als Gruppe zusammen seid,
guckt natürlich auch ein bisschen auf euren Nebenmann oder die Nebenfrau. Es ist wirklich ein hartes Setting, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, was ich bisher sehe, ist echt, ja, vielleicht so ein bisschen mit Staffel 1 vergleichbar mit Schweden. Allerdings waren es da nur 7 Tage und die hatten 7 Gegenstände. Ich weiß nicht, was sie hier haben werden. Soweit ich es mitbekommen habe, haben sie gar nichts mitbekommen. Sprich, keine 7 Sachen, die man packen könnte oder so. Nur das, was sie tatsächlich am Leibe tragen. Und na gut, vielleicht haben sie irgendwas im Flugzeug. Aus dem Flugzeug kann man bestimmt eine Menge machen. Da ist bestimmt viel Metall drin oder sowas. Vielleicht eine Axt oder ein Messer auf einem Stein geschärft oder sowas. Also ich könnte mir vorstellen, da ist doch das ein oder andere machbar. Dürfen wir mit dem Flugzeug arbeiten? Ihr könnt mit allem arbeiten, was ihr habt und was ihr eventuell findet. Wie weit darf man weggehen? Okay. Ich mache einmal kurz durch und dann kommen wir kurz zu einer Fragerunde, weil ich denke, viele Sachen klären sich. Okay. Aber was ist hier überhaupt los? Genau, sag Zum mal. Zum ersten Mal werde ich in dieser Staffel nicht mit ausgesetzt. Du bist doch sondern da. Sondern übernehme die Rolle des Herausforderers. In meiner neuen Funktion habe ich mit meinem Team das Szenario eines Flugzeugabsturzes entworfen. Die 7 Teilnehmer der Staffel 4 werden hier in den Bergen von Neuseeland als Gruppe ausgesetzt und müssen 14 Tage ums Überleben kämpfen. Dabei ist es ihnen freigestellt, ob sie die Zeit gemeinsam, in kleinen Gruppen oder allein bestreiten. Anders als in allen anderen Staffeln haben die Teilnehmer im Vorfeld als einzige Information eine zu erwartende Temperaturspanne erhalten und durften sich dementsprechend kleiden. Boah. Sie kennen weder die Umgebung noch die Gegebenheiten, haben keine Gegenstände und wissen auch nicht, dass sie zusammen ausgesetzt werden. Das Flugzeugwrack sowie alles darin Befindliche darf genutzt werden. Mittels Funksprüchen auf Kassetten und einem toten Briefkasten gebe ich unregelmäßig Hinweise auf Fundorte von verstreuten Gepäckstücken im Gelände. Diese sind optional, können aber hilfreiche Gegenstände beinhalten. Jeder Teilnehmer hat für den Notfall ein Medikit und einen GPS-Tracker. Ja, den kennen wir ja noch. Täglich wird mit letzterem ein Code Green geschickt, der bestätigt, dass der Teilnehmer noch am Leben ist. Ein Code Yellow steht für einen Abbruch, ein Code Red für einen lebensbedrohlichen Notfall. Wer es bis zur Evakuierung schafft, ist Überlebender. Der Staffel 4 von Seven vs. Wild. Ja gut, okay, das mit Code Yellow, Code Green und Code Red, das hat sich ja auch schon bewährt, das Sicherheitskonzept. Ich frage mich manchmal, wie schnell die wirklich da sind, wenn man sich wirklich, ich sag, wenn da wirklich mal jemand echt so blöde stolpert oder sowas, dass er sich irgendwie eine Schlagader aufreißt, wird nicht rechtzeitig abgebunden, er ist vielleicht allein unterwegs oder sie. Und wie lange dauert es dann vom Drücken des roten Knopfes, bis tatsächlich Hilfe vor Ort bei der entsprechenden Person ist. Das sind so manchmal so Sachen, wo ich dann drüber nachdenke, eigentlich ganz schön kritisch. Ne? Aber ich meine, wo wäre denn der Spaß, wenn es anders wäre? Fragen? Ja. Wie weit kann man weggehen? Also hier jetzt? Ihr könnt euch austoben. Ihr könnt euch am Fluss bewegen, wie ihr wollt, in die Richtung bewegen, wie ihr wollt. Ihr könnt in die Wälder rein, in die Canyons, in die Wälder. Wir haben versucht, eine Location zu finden und das ist einmalig bisher, die sehr, sehr viele Möglichkeiten bringt, was den Platz angeht. Okay, ich will euch so wenig Zeit wie möglich rauben. Deswegen, aber wenn ihr Fragen habt, fragt. Wälder sind geil. Geh weg. Ansonsten möchte ich noch eine letzte Sache sagen. Alle Leute, die hier stehen, wurden nicht einfach so random zusammengewürfelt, sondern wir haben uns lange Gedanken darüber gemacht, wen wir bei dieser 4. Staffel dabei haben wollen. Wir wollen natürlich eine bunte Mischung haben. Wir sind super froh, dass ihr alle zugesagt habt, dass ihr hier seid. Wir freuen uns darüber. Überschätzt euch nicht. Wenn ihr nicht mehr könnt, dann könnt ihr nicht mehr. Das ist so. Ich wünsche euch super viel Spaß. Egal was es ist, ich bin jetzt schon stolz auf euch. Ich finde es geil, dass ihr hier seid. Ich bin ultra hyped. Mir ist ein bisschen schlecht. Ich hoffe, euch vielleicht auch. Und würde ich sagen, lasst das Szenario beginnen. Danke dir. Viel Spaß. Vielleicht wird es die Erfahrung eures Lebens. Ja, ich glaube auch, Alter. Vielleicht eine gute, vielleicht eine schlechte. Gut, ja. Stefan. Ja. Mach ein bisschen draus. Gott, ey. Scheiße, Idiot. Schau, geil. Oh, muss ich auch einhaken. Gut. Boah, krass. Das ist auch für mich krass. Ich würde sagen, wir sind ready. Wir steigen in die Helis.
Und ich hoffe, dass wir heute Abend von euch alle einen Code Green kriegen und morgen früh. Morgen. Ja, bis in 2 Wochen, Frau Chef. Gerne. Bis in 2 Wochen. Let's go. Zuversicht lässt grüßen. Okay. Es geht los. Mal ganz kurz die Kinowarnung wieder frei. Lea! So schön, dass ihr alle wieder hier seid. Auch Sandra, mein Schatz. Ja, Teamumarmung. Grüßung. Digga, ich bin für die Gruppengemeinschaft da. Mehr kann ich nicht. Leute, wir rocken das 14 Tage. Ja. Digga, hier geht keiner raus. Haben wir ein Siegesschrei oder so? Ein Motivationsbuch? Ja. Okay, nee, aber. Kommen wir zu den diesjährigen Teilnehmern. Joey Kelly. Der Zuschauerliebling der letzten Staffel kehrt zurück. Im vergangenen Jahr unverschuldet ausgeschieden, ist er bereit, sich der Herausforderung erneut zu stellen. Als Extremsport-Ikone hat er schon die härtesten Strapazen durchlebt und nie etwas abgebrochen. Mit seiner Erfahrung weiß er genau, wie man sich und andere mental stärkt. Wird er alleine losziehen oder die Gruppe zu seiner Kelly-Family machen? Let's Hugo. Er ist der Rising Star im Streaming-Universum. Als Minecraft-Enthusiast und Meme-Legende hat er das Herz der Online-Welt im Sturm erobert. Er bringt zwar keine Survival- und Outdoor-Skills mit, stattdessen aber jede Menge Gaming-Erfahrung und Entertainment. Wird der Seven vs. Wild im Single- oder im Multiplayer-Modus durchspielen? Hat er die richtigen Games gespielt, dann kommt er weit. Flying Uwe, das Energiepaket aus Hamburg. Bekannt für seine freche Schnauze und sein stetiges Grinsen, bringt er nicht nur Muskeln, sondern auch Charme in die Gruppe. Er kam von ganz unten und hat sich allein durch seine vielen unternehmerischen Leistungen und der Affinität zum Kampfsport einen Namen gemacht. Nun ist er bereit, seine physische und mentale Stärke bei Seven vs. Wild unter Beweis zu stellen. Hat er das Zeug zum Survival-CEO? Skill-Ranking nahezu null. Selfie-Sandra. Mit ihrem unverwechselbaren Humor und einer Lache, die man nicht überhören kann, wird sie sofort zum Mittelpunkt jeder Runde. Die direkte und empathische Powerfrau hat sich mit ihrem erfolgreichen Podcast Dick und Doof an die Spitze der Charts gekichert. Ihr Hauptfortbewegungsmittel ist der E-Roller und die rechte Hand fest verwachsen mit dem Tabakerhitzer. Wie schlägt sie sich ohne urbanen Luxus? Noch weniger Skill-Ranking als Flying Uwe. Julia Beautics. Als Social-Media-Gigantin, Schauspielerin, Podcasterin und Gesangstalent ist sie eine wahre Entertainment-Koryphäe. Mit Lifestyle-Content und Challenges zaubert sie ihren Fans seit nun 11 Jahren ein Lächeln ins Gesicht. Sie gehört fest zum deutschen YouTube-Inventar und ist Hauptdarstellerin in mehreren Fernsehserien. Doch wird sie auch in der Wildnis ihre Rolle finden? Bestimmt. Joe Vogel, Jäger, Angler, Journalist, Abenteurer. Von den Zuschauern lange gewünscht und regelrecht gefordert, ist es endlich soweit. Der studierte Biologe, Buchautor und vor allem Survival-Experte leitete über 20 Jahre Überlebenskurse. Weltweite Expeditionen unter extremen Bedingungen formten Körper und Geist. In seiner Videoserie Alles falsch kritisierte er jahrelang die Ex-Teilnehmer von Seven vs. Wild. Au, da habe ich mich auch so oft aufgeregt über den Vogel. Jetzt nicht negativ gemeint, über den Vogel. Ich meine damit tatsächlich den Vogel. Und nicht, weil, was ist das für ein komischer Vogel? Ich habe mich tatsächlich auch aufgeregt, was er dann alles so, ich sag mal, wie nannten wir es so schön? Backseat Survivor. Ich meine, er hat einen entsprechenden Background, er hat auch viel Know-how dazu, das muss man neidlos anerkennen. Das ist halt immer so eine Frage, wie man es rüberbringt. Ne? Er hat natürlich dann auch entsprechend die Klicks generiert und es sei ihm auch gegönnt. Man hätte es vielleicht ein bisschen, ich sag mal, manchmal ein bisschen freundlicher verpacken können. Auf der anderen Seite, wer weiß, ob er dann bei dieser Staffel dabei gewesen wäre. Auf jeden Fall kann er jetzt uns, in Anführungszeichen Kritikern, die ganze Zeit auch gegen ihn gemeckert haben, zeigen, was er wirklich drauf hat. Wird mit ihm jetzt alles richtig?
Stefan Hinkelmann, aka Survival Deutschland. Wir fangen da an, wo andere aufhören. Dieses Motto trägt der Ex-Elite-Soldat, Berg- und Profisportler stolz auf der Brust. Auch wenn er einen Körperfettanteil von unter 5% hat, dürfte das Thema Wärme für den Weltrekordhalter im Feuerbohren kein Problem darstellen. Seit über 10 Jahren teilt er unzählige Survival-Techniken. Es gibt schon ganz schön merkwürdige Weltmeister, ne? Weltmeister im Feuerbohren. Ich persönlich hatte ihn so survival-technisch eigentlich überhaupt nicht auf dem Schirm bisher, muss ich tatsächlich sagen. Aber ja, ich lasse mich mal überraschen, was er denn so drauf hat. Mit seiner Community auf YouTube. Wird Survival Deutschland jetzt auch Survival Neuseeland? Ich meine, klar, das ein oder andere Video von ihm habe ich mal geguckt und ist ein sympathisches Kerlchen. Mal gucken. Okay, können wir jetzt anfangen? Ich glaube, wir haben nicht so viel Zeit. Okay, hier ist ein Flugzeug. Digga, es ist sehr viel Schrott. Das wird schwierig. Ah, wie geil ist das denn? Guck mal, was ich gefunden habe. Ohrstöpsel, Digga. Schlafen. Oh mein Gott, ist das dumm. Okay, sehr viele Glasscheiben. Gurt, auch geil. Kanister. Rettungsweste. Aua. Oh, Hugo. Alter. Rammt sich gleich erstmal die Scheibe in den Kopf. Guck mal hier. Hätte er jetzt keinen Hut aufgehabt, dann hätte es das für ihn schon sein können, ne? Wir erinnern nur an Seven vs. Wild Staffel 1. Ein Ast runtergekommen, bisschen Blut an Koppe, vorbei. Wir haben Kanister. Und? Digga, ich glaube, da ist Essen drin. Ey, Leute. Ja? Wir haben Medical Stuff, was du öffnen darfst, ohne rauszufliegen. Das ist gut. Wir müssen uns erstmal um Schlafen kümmern. Wir haben keinen Schlafsäcke. Ja, Digga, dass wir keine Schlafsäcke haben, ist crazy. Wir haben nichts zum drunterlegen. Guck mal, hier sind die ganzen taktischen Lichter. Ist da noch ein Funkgerät drin? Geil, ja. Auf Flares. Was ist das hier? Taktisches Licht. Tactical Light. Das war mir so gleich wusste, wenn wir hier hinkommen, hier, das ist richtig so loot-technisch, so richtig Battle Royale-Style hier. Du. Ah, sehr geil. Was ist da drin? Weiß nicht, was drin ist. Boah, damit kannst du Wette so Shelter-mäßig was bauen oder so. Cool, Splinte gegen für Dingens, Knochenbrüche und so. Und so möge es beginnen! Ha! Yeah. Agente! Jo, dann macht's mal gut. Doch eine schöne Ecke da, muss ich sagen. Tag 1, 14.36 Uhr, 1 Grad. So, wir haben Ohrstöpsel, Wasserkanister, zwei Rettungswesten, ein Medikit, einmal Splint, die Polsterschienen, wie gesagt, 7 Knicklichter, wundervoll. Leere Konservenflaschen, Konserven-Flaschen und immerhin Sonnenmilch. Ne? Sonnenmilch ist wichtig. So, aber jetzt tatsächlich, bevor wir jetzt anfangen, Selfies zu machen und so weiter und so fort, wir haben echt viel zu tun jetzt für heute Abend. Wir haben keine Schlafsäcke. Ja. Es wird super, super heikel gerade. Und ja, wir können mal im Flugzeug noch schauen, aber da dürften keine Schlafsäcke drin sein. Höchstens hinten irgendwo in der. Ich habe eine Frage. Würdest du sagen, es macht Sinn, wenn wir uns heute Nacht alle ins Flugzeug setzen?
Das ist ja komplett offen, das hilft nichts. Also eine Wärmedecke haben wir schon mal gefunden? Ja, ja. Wir haben Sachen, um das alles abzudecken, so theoretisch. Ja, aber das ist... In dem Flieger ist ja noch nahezu alles drin, Alter. Gucken mal, sind da irgendwo die Tragflächen? Ja, ich glaube, Tragflächen waren da auch. Gucken wir, ob da noch Spritreste drin sind. Nein, natürlich sind da keine Spritreste drin. Aber wäre cool. Jetzt was sonderlich hilft, will ich nicht sagen. Wollen wir das nicht einmal so machen, dass wir echt jeden Winkel einmal hier absuchen, ja, auch von den Flügeln, die da rumlaufen? Vielleicht liegt da was drunter. Guck mal, da liegt ja schon eine Matte. Leute, wollen wir alles, was wir finden, hier reintun? Ja. Hier in den Mittelbereich. Okay. Relativ einfach. Wir brauchen unbedingt heute Feuer. Gar keine Frage. Feuer. Okay. Ja, das Feuer heißt, wir müssen jetzt erstmal für heute Nacht, würde ich sagen, einen Schutzbereich um Flugzeug schaffen. Die Flügel so anstellen, dass wir einen Windschutz machen, weil hier ist komplett exponiert. Schauen wir mal, wie schwer die sind. Die dürften um die 100 Kilo wiegen oder vielleicht ein bisschen mehr. Dass wir die Flügel so anstellen, dass wir in der Mitte einen Schutzraum haben. Und dann müssen wir da Feuer machen. Das heißt, jemand schaut sich mal das Flugzeug an. Ja. Wir beide versuchen mal die Flügel zu bewegen. Mhm. Zusammen mit Joy. Okay. Und das wäre mal das Erste. Dann haben wir hier so ein bisschen Schutzraum geschaffen. Wir sind hier mitten im Kanal drin. Also das ist super kacke, ehrlich gesagt. Auch für die nächsten Tage müssen wir schauen, ob wir hier überhaupt bleiben. Und dann, wer Zeit hat, holt kleines Holz, kleines Material, einfach mal her transportieren. Ob wir und wie wir Feuer hinbekommen, sehen wir dann. Ja. Okay. Im First Aid Kit mal schauen, ob da, wie gesagt, irgendwelche Chemikalien drin sind. Manchmal sind nichts, gar nichts. Nee, da ist eine Schere drin, eine Pinzette, ja. Die Kochsalzlösung und sonst Bandagen. Bandagen. Was ist das da? Das ist dieser Dingskoffer, wo das Funkgerät ist. Ah, okay, gut. Eine kurze Frage, wo ist Stefan? Stefan? Der macht gerade Selfie-Aufnahmen. Nein, ich glaube, der ist Richtung da gegangen. Wieso geht der? Macht der allein oder was? Macht er wirklich allein? Das ist Hammer, hä? Leute, ehrlich jetzt. Ach, Sightseeing. Hammer. Geil. Na, wenn da genug am Flugzeug sind, kann man ruhig mal scouten gehen. Warte mal denn hier. Und hier drüben ist noch ein schönerer Platz. Schau mal hier. Hier ist schon alles schattig. Da unten ist immer noch ein bisschen hell. Das heißt, diese Zunge, die da so rumgeht, hält sich hier ein bisschen länger. Das ist nicht schlecht. Ist immer ein bisschen geschützter. Und wir haben direkt Holz. Wie viel Brennholz dabei ist, ja, muss ich mal schauen. Aber so per se vom Gelände her gar nicht so scheiße. Schnell beim Wasser. Das fragt wir jetzt nicht allzu weit weg. Eigentlich ganz cool. Das sieht ziemlich aufgeräumt aus. Das ist ja wild. Warum sieht denn das so ausgeräumt aus? Hä? Wieso hingezimmert? Da-ding. Boah, geil. Einfach hingezimmert. Der Wald ist doch richtig gut. Da ist doch alles vorhanden. Aber hier ist alles trocken. Das muss man mal genauer anschauen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall um einiges trockener als was ich jetzt hier auf der Wiese die ganze Zeit gehabt habe. Da muss ich den anderen gleich Bescheid sagen, dass wir dann hier hoch verlegen. Also das ist um ein Vielfaches besser. Naja, alles direkt da, ne? Also Holz, ja, auch Feuer. Na gut, es ist wenig Laub, ne? Krass. Also von oben nicht wirklich Schutz. Das sieht aus, als wenn es da auch ziemlich viel Wetter kommt. Ne, also man sieht ja hier, auf der einen Seite ist so viel Moos bewachsen und so. Ich glaube, irgendwann habe ich mal gelernt, dass die Seite, wo Moos bewachsen ist, ist die Schlechtwetterseite. Das heißt, von da kommt das schlechte Wetter, also Regen etc., wenn es kommt. Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Das ist schon urlange her. Muss ich noch mal nachlesen. Ja. Schau mal. Eieiei. Ach du liebe das. Morsch des Todes. Trotzdem, es ist hier jetzt immer noch wärmer durch den Wald. Hält sich das alles ein bisschen. Ist geil, ich sag den anderen Bescheid. Setting ist gesetzt.
von der Umgebung her, ich glaube, das ist vor allem für diejenigen, die nicht so viel Erfahrung haben, unterschätzen das komplett. Das hier ist absoluter Horror. Muss ich ganz offen sagen. Wenn wir jetzt nicht innerhalb von einer Stunde, innerhalb von zwei Stunden Feuer anbekommen und hier irgendwie einen Schutzraum aufgebaut bekommen, sehe ich mindestens die Hälfte der Teilnehmer heute Nacht ausscheiden. Okay, er sieht mindestens die Hälfte der Teilnehmer ausscheiden. Weiß ich jetzt nicht, Digga. Also Feuer ist auf jeden Fall elementar wichtig. Also meine drei Überlebensprioritäten ist Wasser, abhängig von der Temperatur. Entweder Wasser, wenn es zu warm ist, ist primär. Da ist es nicht zu warm, da ist es eher zu kalt. Deswegen ist da Feuer primär. Das heißt also im Prinzip Wasser, Feuer, Unterschlupf. Und gut, das Flugzeug bietet sich zwar an, aber ich weiß nicht, ob da genug Krams vorhanden ist, um das Ding oder um sich da wirklich was Gutes draus zu bauen. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Ansonsten die Bäume und so. Das ist ja das Gute an dieser Staffel. Habe ich ja schon im Vorfeld mitbekommen. Man darf Bäume fällen, man darf alles Mögliche machen. Und vor allen Dingen, man darf auch ein Feuer machen. Ne? Nicht nur kleines Kochfeuerchen, sondern die dürfen auch ihre Klamotten trocknen. Das heißt, sie dürfen auch ein ordentliches Feuer machen. Und da bin ich natürlich dann auf jeden Fall ganz dabei. Feuer dann in dem Falle primär wichtig, weil sie sonst unterkühlen. Direkten Bach haben sie unten, können sie trinken, Wasser abkochen gegebenenfalls. Wobei das in Neuseeland, da ist ja irgendwie, glaube ich, kaum Industrie. Ne? Und wenn das wirklich ein Bächlein ist, dann kommt der aus den Bergen. Also da, gut, dann liegt dann vielleicht irgendwo 100 Kilometer weiter ein totes Tier und das schon zu 1 Million zu 1 verdünnt oder so, keine Ahnung. Abkochen lohnt sich dann in dem Fall auf jeden Fall. Und dann hat man auch gleich wieder so ein bisschen Wärme von innen. Also ich denke nicht, dass das Wasser hier ein Mangelding ist, sondern tatsächlich, dass da die Temperatur tatsächlich, was auch Joe sagt, dass da die Temperatur die Leute zermürben könnte. Deswegen, also Feuer anmachen ist schon wichtig. Seht zu, Leute. Es ist hier um den Nullpunkt kalt. Ich habe schon Spuren gesehen oder Losung von Hirsch und möglicherweise Reh oder verwildertem Schaf. Das gibt's alles hier, werden wir aber nicht jagen können, wenn wir hier mit 7 Leuten sind. Wir sind ja auf einem Plateau komplett exponiert. Und jetzt müssen wir einfach mal versuchen, einen Schutzraum zu machen. Wir werden versuchen, die Flügel so aufzustellen, dass wir einen Schutzraum haben, dass wir ein bisschen Wind haben, vielleicht ein bisschen Reflexionsfläche oder vielleicht sogar ein Dach. Ganz offen gesagt, ein super, super übles Setting, wenn nicht irgendwelche Gimmicks irgendwo versteckt worden sind. Also sagen wir mal, so als wie wasserdichte Säcke abgelagert worden sind, wo dann Schlafsäcke drin sein oder sowas, dann wird es spannend. Es wird wirklich spannend. Alright, ich glaube, ich werde hier gottlos auf die Fresse fallen. Aber damit wir Wasser haben. Feuer wichtig, ja. Wasser aber auch. Deswegen gehe ich wie ein fucking Macher hier runter und hol mir meine Beute. Versteht ihr, was ich meine? Guck mal, Natur gibt mir sogar hier Treppe. Ich kann einfach die Treppe benutzen. So. Digga, das ist geil. Ich freue mich. Ich freue mich richtig. Alright. Okay, ich muss es eigentlich machen. Wartet kurz. Ihr wisst ganz genau, was jetzt kommt. Seht ihr das? Nein, weiß ich nicht. Wartet ab. Wartet. Ich zieh meine Handschuhe aus. Zieh meine Ärmel hoch. Dürfen nicht nass werden. Was hat er vor? Gehst du schwimmen oder was? Ja, jetzt pass auf. Ich teste. Ist das Süßwasser oder Salzwasser? Ach nee, komm. Sinn, weil ich muss eigentlich. Komm mal hin, ich bin Sascha. Das ist perfektes, frisches, kaltes, klares Süßwasser. Jawohl. Fast durchsichtiges Süßwasser. Süßwasser. Aua. Ja, ich wollte jetzt nicht so rumschreiben, weil sonst denken die, dass irgendwas ist. Alright, ich würde sagen, ich mache diesen Kanister. Mache ich saubi. Ich hoffe, es ist Süßwasser. Sonst habe ich alle vergiftet. Nee, also Retalk, ich bin in Österreich sehr oft unterwegs.
Wenn man unbehandeltes Flusswasser trinkt, können gefährliche Krankheitserreger wie Bakterien und Parasiten schwere gesundheitliche Probleme wie Durchfall und Magenkrämpfe verursachen. Deswegen sage ich ja, immer abkochen. Immer abkochen. Jetzt nicht von mir, ich weiß. Aber, Digga, da kann man auch vom Fluss trinken. Und wenn man hier Neuseeland, See, Wasser, kann man trinken, geht. Irla. Neuseelandsee. 14 Tage. Ich scheiß mit eurer Hose, Alter. Überlegung wäre, dass wir jetzt zwei Fliesen hier so anstellen, dass wir uns hier für die Nacht wenigstens reinkauern können. Niederschlag gibt es hoffentlich nicht. Es wird aber arschkalt. Das heißt, ja. Wir brauchen Holz, Holz, Holz. Wir müssen das Holz irgendwie entzünden, müssen irgendwo an Feuer kommen. Aha. Da ist auf jeden Fall was abgefallen. Ich trag dir das alles hin, Joe. Ja, okay, super. Geht noch mehr? Noch mehr? Nee, wir müssen noch mehr. 1, 2 und 3. Noch ein bisschen. 1, 2 und 3. Okay. Von unten ein bisschen rausschieben. Du willst den so haben, ne? Ja. Was bauen die da? Ja, genau. Ja gut, irgendwie eine Rückwand oder sowas, ne? Ja. Wand im Rücken ist nicht verkehrt. Von hier nochmal die Ecke bis nach da. Dann ein bisschen. Wegen Wind und so, Windschutz und so. Digga, wo ist denn Stefan? Schau mal, auf dem Rückweg zu den anderen. Wir sind hier. Schau mal diese Riesenhaufen an. Boah. Hierbei handelt es sich vermutlich um Hirschlosung. Das weitläufige Gebiet der Absturzstelle umfasst eine Vielzahl an verschiedenen Tieren, insbesondere Jagdwild. Ich bin mal gespannt, ob die in der Staffel einen Hirschen umschneiden, whatever, und den dann aus dem Anzug schlagen oder so. Kann mir nicht vorstellen. Zur Hölle. Krass. Oh. Hi, und? Ja. So, hi. Guten Tag. Hast du kurz Energie getankt? Nein, ich bin erkunden gegangen und da oben ist sogar um die Ecke noch ein bisschen Sonne. Und da ist eine relativ gerade Fläche ohne hohem Gras, ja. Mit direkt Wald dran, mit Bergen von Holz, aber alles ziemlich nass und morsch. Guck mal hier, da ist nichts hin. Hier ist schon Wasser. Da könnte ja. Runterkommen. Ja, also wir müssen hier mal die Matratzen so zum Haken quasi haben. Alter, richtig geil. Okay. Okay. Also ich wäre jetzt der Meinung, dass das Flugzeug nicht wegrennt und alles, was da drinnen ist. Was offensichtlich wäre, wie so ein Schlafsack oder eine Isomatte oder so, die man so ja jetzt nicht gefunden hat, hilft uns jetzt, glaube ich, für den ersten Moment nicht weiter, weil es ist einfach super kalt. Was haben wir denn da? Es ist einfach echt super kalt. Und wir haben hier ein gutes Potenzial, dass es windig werden kann. Und das sind wir hier sehr exponiert. Das Tal. Ja. Ja, also richtig festgeschraubt hier. Da ist eine Axt. Oha, guckt euch das an. Okay, Leute. Guckt euch das eine an. Axt. Eine Axt. Eine Axt. Eine Axt. Ja. Geil. Wait, das ist doch so ein. So ein Ding, was die auch in The Forest hatten, ne? So ein Hackebeil. Sehr geil. Flugzeugaxt. Ja. Das ist ein Bergeaxt, das ist ein Breaching-Tool. Damit kriegen wir aber auf jeden Fall das Ding ein bisschen klein, das Flugzeug klein gehauen. Zieh mal, warte ich noch hier. Das Flugzeug klein gehauen. Der Motor. Ja, was will der das Flugzeug klein hauen? Sei froh, dass er eins habt, Mann. Ja. So. Weiter ans Holz denken. Hältst du und ich gehe holen? Ich hole Holz. Hugo, komm, Holz holen. Ja, wir als Dreierteam. Weil das ist das, was uns heute warm hält. Ja,
Feuer, wichtig. Ey, ich kann's auch nicht glauben, dass wir hier sind. Ich alleine wäre jetzt schon raus. Ich bin froh, dass Joe hier gerade so ein bisschen... Guckt euch das mal an. Also nehmen wir mal an, die hätten jetzt wirklich gar nichts gehabt. Also wirklich gar nichts. Da ist Stein. Und wenn ich das so von hier aus sehe, sehr, sehr guter Stein. Mal, wenn ich hier, guck mal, das hier ist doch schon ein halber Axtkopf. Das ist doch schon ein halber Axtkopf hier. Ne, dazu ein ordentliches Stück Holz. Bindeband, Kabel haben sie im Flieger gehabt. Der halbe Flieger besteht aus Eisen oder aus Stahl oder sonst irgendwas, Bleche. Da kann man ein Messer draus machen oder sowas. Also die Möglichkeiten sind da. Die Möglichkeiten sind da. Die Verantwortung übernimmt, schaut, was wir machen können. Die Sache ist, das ist alles nasses Holz. Ey, ich weiß wirklich gerade nicht so richtig, wie ich mich fühlen soll, Leute. Es ist irgendwie total cool, weil es ganz anders ist. Aber andererseits, glaube ich, ist die Situation ganz schön krass, weil wir haben keinen Feuerstahl, wir haben keine Schlafsäcke. Also es ist arschkalt, es ist wirklich super, super kalt. Es ist geisteskrank. Ja, wir haben super viel Holz zumindest. Keine Ahnung, ob das gut brennbares Holz ist. Wir haben Wasser. Das Wenn ich das sehe, ist das morscher Kram. Das brennt vielleicht, aber wird stinken und qualmen, weil es vermutlich auch vollgesogen und nass ist. Aber, meine gut, wenn man es trocknet oder sowas, das sollte gehen. Das sollte gehen. Wobei, wenn man es da überhaupt trocken kriegt, ne? Das ist schon mal gut, aber es ist arschkalt. Wir haben hier, glaube ich, wirklich sehr, sehr wenig. Aktuelle Temperatur 3 Grad, voraussichtliche Nachttemperatur minus 5. Das ist schon kalt. Also ohne Schlafsack ist das echt kalt. Möglichkeiten, irgendwas zu essen zu finden. Die beiden Profis sind sehr angespannt, das merkt man. Ja, Joe vor allem. Joe ist sehr angespannt, Stefan ist auch sehr angespannt. Das bedeutet, das ist wirklich eine ganz schön krasse Situation hier. Ich find's mega, dass wir so als Gruppe ausgesetzt sind. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ich hoffe, wir streiten uns nicht zu viel. Ich hoffe, es geht alles gut. Und ich hoffe, wir schaffen das. Na gut, wir wissen ja schon so ein bisschen, dass sich Joe und Stefan irgendwie so komisch nach Wolle hatten, glaube ich. Und irgendwann habe ich immer gehört, dass da gar irgendeine Party gab und Stefan der Einzige war, der nicht eingeladen wurde oder irgend sowas habe ich da gehört. Das sind allerdings Sachen, die gucke ich mir dann im Nachhinein an, wenn ich den, ich sag mal, Zusammenschnitt gesehen habe. Tja. Wenn ich dieses Geräusch da unten höre, dann muss ich pinkeln. Jetzt schon keinen Bock mehr. Okay, ich sammle jetzt Holz. Keine Zeit mehr mit euch zu reden, Leute, sorry. Richtig so. Man nimmt am besten dickeren. Ja, aber durch die kleinen. Aber wir haben ja kein Messer, bis jetzt gefunden. Doch, wir haben eine Art Axt gefunden. Wir haben eine Art Axt gefunden. Ich weiß nicht, ob es eine Axt ist oder was anderes, aber ich hab's nicht gesehen. Okay, aber das ist ja schon mal was. Aber guck mal, ich hänge mich einfach so dran und brech das ab, ne? Ist jetzt nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Was denn? Dass das so leicht kaputt geht. Das heißt, es ist morsch. Es ging ein bisschen sehr leicht kaputt, ja. Ey, Leute, guckt mal. Halber Hirsch. Leute. Ein Geweih. Ist das ein Geweih? Sag mal. Digga, das ist ein Geweih. Hirschgeweih, ja. Ja, Digga, das können wir auf jeden Fall erstmal benutzen. Ja, klar. Digga, ich hab mir Hirschgeweih gefunden. Junge, welches Tier ist das? Ja, Mammut? Ein Hirsch. Hat ein Hirschgeweih. Digga, Alter. Junge, und das in purer Natura. Na, Scheiße, ist komplett morsch. Das ist wirklich komplett morsch. Fuck. Nochmal ein kleiner Reminder. Wo ist die Absturzstelle überhaupt? Das Flugzeugwrack liegt auf der Südinsel von Neuseeland, in einem Tal mitten in den Bergen. Die Landschaft ist durchzogen von einem kleinen Gebirgsbach und hat sowohl große Waldgebiete als auch tundraartige Freiflächen. Es gibt eine artenreiche Tierwelt. Um diese zu dokumentieren, wurden von mir im Vorfeld Wildkameras angebracht. Darüber hinaus habe ich an verschiedenen Orten im Gelände Gepäckstücke platziert, die durch Zufall oder meine Funksprüche gefunden werden können. Da gibt's dann irgendwelche Gimmicks oder sowas, irgendwie so Boni. Okay.
Das gesamte Gebiet umfasst mehrere hundert Quadratkilometer oder und ist unbewohnt. Sagen wir mal langsam. Klo. Wait. Hattet ihr da Klopapier? Eine Rolle Klopapier. Absoluter Luxusgegenstand. Und, na gut, es ist wahrscheinlich nass. Von daher, wenn es getrocknet ist, bestimmt sehr gut zum Feuermachen geeignet. Und was ist da hinten drin? Schlafsäcke? Ich glaube, hier sind die Schlafsäcke. Ja, ja, echt? Dann haben wir Schlafsäcke. Geil. Schlafsäcke! Was, doch Schlafsäcke? Euer Weicheier, Schlafsäcke, echt jetzt? Nee. Joe hat schon Angst gehabt, dass die Hälfte schon ausscheidet, hier hat er schon gesagt. Also ohne Schlafsack? Ja. Er hätte schon richtig Wurfensausen hier. Genau. Jawollo! Ja, ja. Ich glaube nicht, das sind genug für alle. Okay. Rettungssäcke. Aber Plastikflaschen sind da hinten auch noch viele. Ja. Wie machst du das alles mit deinen bloßen Händen? Ja. Digga, das ist krank. Oh, diese Decken. Geil. Wolldecken, geil. So, wie viele Schlafsäcke haben wir? Vier. Vier sind ein paar zu wenig. In der Tat. Sehr fein, haben wir noch einen Biwaksack, Rettungsbiwaksack. Alter, wir haben aber für alle. Ja. So, wir haben auf jeden Fall welche, die. Sieben Schlafsäcke. Die Mädels kriegen die Karims, ja. Definitiv, das sind die wärmsten. Vorschlag von mir ist, dass. So, Rettungsinsel. Die Rettungsinsel wurde gefunden, als keine Kamera lief. Darin enthalten waren eine Leuchtfackel, eine Rauchfackel und ein Blasebalg, okay? Blasebalg ist wichtig, ist geil. Wird tierisch unterschätzt, aber mit einem Blasebalg kann man sehr, sehr gut Feuer pusten. Wenn man, ich weiß nicht, wer von euch schon mal einen Grill angemacht hat, der hat bestimmt schon mal drüber und so ein Blasebalg wirkt da Wunder, das sage ich euch. Rauchfackel, ja gut, für Notsignale, wenn man nicht jetzt zwei Leute oder so nach unterwegs begeben, sage ich mal, können die Rauchfackel mitnehmen. Und gegebenenfalls dann als Notsignal benutzen oder so. Sonst wüsste ich tatsächlich keinen Anwendungsfall jetzt für eine Rauchfackel. Die Leuchtfackel ist gut. Kann man immer brauchen. Dass wir hier erstmal einen Windschutz hinmachen. Wir besprochen, wir haben Schlafsäcke, genügend Schlafsäcke für alle. Wir haben damit kann man im Notfall, denke ich mal, sogar ein Feuer anmachen. Ich denke mal, das ist so ein Bengal-Ding. Und damit kriegst du definitiv ein Feuer an, wenn du dich nicht absolut hirnrissig anstellst, sage ich mal. Aber das wäre halt nur so im äußersten Notfall. Ne? Da, wenn alle anderen Methoden fehlgeschlagen haben. Ne? Für die Mädels waren genügend Schlafsäcke. Wir haben Matratzen zur Unterlage. Wir haben Folie, um die nassen Matratzen abzudecken, sodass wir einigermaßen schlafen können. Wir werden vermutlich keinen Niederschlag haben. Wir können im Laufe der Tage die Drachflächen als Dach verwenden, die Seiten zubauen. USW, okay. Nur mein Vorschlag wäre, statt jetzt ein Feuer zu machen, heute Abend mit den Flares, wenn wir wirklich nur die beiden Flares haben und nichts mehr anderes finden, dass wir, weil wir das Feuer die nächsten Tage brauchen und dann eher mehr Zeit benötigen, um noch genügend Holz zu machen, um es zu erhalten, dass wir das dann machen, wenn wir eben wirklich auch Feuer brauchen. Und das also quasi heute erste Nacht haben wir es gar nicht so nötig. Ne? Heute erste Nacht. Wait. Jetzt ohne Feuer bei minus 5 Grad? Na gut, die haben jetzt Schlafsäcke, ne? Gut, jetzt weiß ich nicht, was das für Schlafsäcke sind. Ich meine, ich bin da auch weit jenseits des Experten. Ich weiß nur, der dicke Bundeswehrschlafsack, den ich früher hatte, als ich beim Bund war, der hat mich jetzt nicht unbedingt wirklich besonders dolle warm gehalten bei minus 5 Grad. Ich meine, es ging, aber wirklich angenehm war das auch nicht. Also, so ein Feuer wäre da schon, doch, eigentlich ist Feuer elementar wichtig. Elementar wichtig. Also ich hätte ein Feuer angemacht. Na, vielleicht machen sie es ja noch. Nicht, nein, da müssen wir, also die erste Nacht müssen wir irgendwie durchhalten. Und da hätten wir jetzt zwei Möglichkeiten gehabt. Ohne die Schlafsäcke hätten wir die Nacht über, also 15 Stunden lang Hampelmann und Kniebeugen gemacht, damit wir nicht erfrieren. Und am nächsten Tag, wenn diese Sonne da ist, hätten wir nachgeschlafen.
und dann versucht, eine Unterkunft zu bauen. Aber jetzt haben wir die Schlafsäcke. Mhm. Einige davon sind sehr, sehr dünn. Das heißt, da müssen wir auch schauen, wer mehr Kleidung anhat, wer mehr Isolation auch hat. Noch. Und dass wir das noch ein bisschen mit den Decken ausgleichen. Also, das heißt, damit sind wir soweit abgedeckt, dass wir über die Nacht kommen, ohne zu unterkühlen, ohne krank zu werden. Wir haben Trinkwasser unten und wir müssen jetzt Windschutz machen, weil wenn der Wind hier richtig durchpfeift, dann wird es auch in den Schlafsäcken kacke. Okay? Also, die Tragflecke stellen wir nachher auch noch so an, dass sie nicht umkippen kann. Schauen wir, dass wir vielleicht dann mit dem Breaching-Tool auch noch ein Loch in die Seitenwand reinmachen, dass es wirklich feststeht. Mal kurze Frage, ja. So wegen Windschutz. Ne? Können wir nicht diese Flügel wie ein Dreieck als Spitze zumachen? Hatte ich gedacht, genau. Vom Flugzeug von der anderen Seite rein quasi. Hatte ich eigentlich gedacht, man kann schon ein bisschen offen lassen, weil da kommt ja sowieso Wind von oben rein. Aber so der Hauptwind wird einfach abgehalten. Okay, und das. Machen wir in der Mitte das Feuer von diesem Dreieck und ja, legen uns alle drumherum. Wir werden dann später wahrscheinlich in der Mitte das Feuer machen, außer wir strukturieren das um. Jetzt geht es eben wirklich nur um die erste Nacht. Ey, machen die echt kein Feuer? Hugo, 14 Tage all in, ne? Hugo. Digga, also ich glaube irgendwie, also ich will jetzt nicht jinxen. Aber ich glaube, keiner wird abbrechen. Das wird eigentlich, also wird es gar nicht so schwer, glaube ich. Hugo. Das wird gar nicht so schwer, glaube ich. Mal Real Talk, das ist echt schwer. Ich meine, ich weiß nicht, die meisten von euch wissen es vielleicht nicht oder der eine oder andere möglicherweise. Ich komme ja eigentlich aus dem Reenactment und, was heißt, ich komme daher, ich habe es eine ganze Weile gemacht. Und da ist man sehr viel draußen und das auch bei Wind und Wetter. Und ich kann euch sagen, wenn du echt, ich sag mal, nicht irgendwelches Hightech-Zeug dabei hast, dann ist so eine Nacht bei 5 Grad plus bis 0 Grad ist arschkalt. Und wenn du dann nicht irgendwie noch ein Dach über dem Kopf hast in irgendeiner Art und Weise, dann wachst du morgens auf und dein Schlafsack ist komplett vereist. Oder was auch immer du gerade als Decke benutzt hast. Das darf man sich echt nicht leicht vorstellen. Das ist wirklich nicht von schlechten Eltern, so dieses draußen. Das, ne? Wie sagt man so schön? Natur tötet. Ne? Du bist seit 15 Minuten hier. Ja, aber ich glaube, das passt. Du glaubst, das passt? Ich glaube schon. Also uns fehlt nichts. Doch. Ja, Feuer. Uns fehlt eine Menge. Was sonst? Feuer und? Essen. Essen. Hier ist weit und breit schon schwierig, glaube ich. Kamera oder kannst du es fertig machen? Ja, Nahrungsbeschaffung ist tatsächlich auch noch so ein Punkt. Also, sie dürfen ja jagen. Und das ist sehr, sehr positiv. Also, alles, was an Viehzeug da rumkreucht und vielleicht muss bejagt werden. Taste-Test. Ja, vom Flusswasser macht man Taste-Test. Das ist auf jeden Fall geil. Wir haben auf jeden Fall absolut genug Wasser. Water-Tasting. Das ist wirklich das, wovor ich am meisten Angst habe. Und wärme Leute am Ende. Machen wir Gruppenkuscheln. Wir machen den Pinguin-Effekt. Ich hab viel Masse, ich hab Wärme für euch alle. Okay. Sandra, ich bin wirklich gespannt, wie lange du diese Frequenz an Reden aufrechterhalten kannst. Meinst du, das klappt lange? Und wie war's? Digga, Wasser mit Erde. Aber ist okay. Gut erdiges Wasser. Ja, Wasser mit Erde. Nicht abgekocht. Schmeckt nach Natur. Schmeckt ja. Gut. Ja. Nicht abgekocht. Ich glaube, das ist gut. Wir kriegen vielleicht einmal Scheißerei, aber ist egal. Digga, aber das ist so klar. Das ist echt klar. Also ich habe echt gedacht, Wasser wird ein größeres Problem. Okay, so um die irgendwie nützlich zu machen jetzt. Naja, die bauen sich jetzt Windschutz, eventuell Feuerreflektoren. Also wenn man, ich sag mal, machst hier ein Feuer und hier eine Wand und wenn du hier bist, dann reflektiert die Hitze von hier, von was auch immer das für eine Wand ist, auch nochmal mit rüber. Das ist schon ganz sinnvoll, was die da machen, glaube ich. Einzige, was sie nicht haben, ist ein Dach. Aber ein Dach wäre wichtig. Wir... Gras pflücken, Tundra-Gras. Wir packen uns jetzt Gras und machen uns ein richtig schönes Heusofa heute Nacht. Sandra, sei vorsichtig. Dann schlafen wir wie in so einem Heuhotel. Ja, 14 Tage.
Digga, danach werde ich Meckes auseinandernehmen. Verständlich. Hugo. Ach, Mann, was schon wieder hier in der Staffel bisschen anders ist. Man kann halt nicht so random Schätze finden, weil hier halt kein Müll ist. Das ist ein bisschen scheiße. Also ist cool, wenn hier kein Müll ist, aber scheiße. Ah, da sagt er was, ne? Also Müll finden sie da nicht. Na gut, wird ja auch nichts angeschwemmt, weil ist nicht Küste. Aber das erinnert mich gerade tatsächlich auch wieder an Staffel 2, wo sie auf der Isla de Juan oder sowas, jedenfalls Panama, waren. Oh Gott, die Strände sahen aus. Ich meine, gut, da hat man viel gefunden, was survival-technisch einsetzbar gewesen ist. Haben nur leider die wenigsten wirklich effektiv genutzt, was man damit hätte alles machen können. Aber auf der anderen Seite, die zweite Staffel war sowieso, ich sag mal, mehr oder weniger nur ein Urlaubsding, in meinen Augen. Das waren nur 7 Tage durchhalten, auf Abholung warten. Da hat ja keiner wirklich was gemacht. Aber ich meine, wo denn auch, wenn man sich die Spots angeschaut hat, im Film und also in den Staffeln, die hatten ihre Spots und da kamen sie auch nicht groß weg. Ne? Viele haben versucht, ein bisschen nach landeinwärts zu gehen und ein bisschen am Strand lang. Die hatten ja alle ihre, ich sag mal, mehr oder weniger kleine Bucht und das war's. Also da war ich ein bisschen enttäuscht. Deswegen, also hier ist wunderschön sauber und naja, vielleicht liegt es auch daran, dass es ein Privatgelände ist und dass da eigentlich nie jemand hinkommt. Ne? Ist ja komplett unbewohnt auf viele, viele Quadratkilometer weit. Deswegen, schön, dass es da sauber ist. Sehr, sehr schön. Ist auch angenehmer anzusehen, muss man sagen. Scheiße für uns. Halt deine Fresse. Hagebute. Ich hab was zu essen. Halt dein Maul. Alter, soll ich das essen? Nicht einfach rote Beeren essen. Die Farbe rot ist nicht umsonst. Aber wenn es Hagebutten sind, ist alles gut. Es ist nur die Frage, hat er in seinem Leben, in seinem Jungen schon mal eine richtige Hagebutte live gesehen? Ist die Frage. Darf man nicht mit diesen Juckpulverdingern verwechseln, ne? Die sind etwas anders. Kann man die eigentlich essen? Ich weiß es gar nicht. Junge, ich hab gerade... Also Hagebutten ja, aber diese anderen Dinger, dieses Juckpulverzeug? Stefan gefragt, ob er denkt, dass hier irgendwas zu essen ist. Junge, jetzt ist hier was. Halt die Fresse. Digga, ich weiß nicht, ob ich das anfassen darf. Ich weiß gar nichts. Ich mach einfach. Was ist das? Ja, ist eine Hagebutte. Ich frag mal Joe. Der kennt sich am besten aus mit so Bären. Aber ich habe den Fund vielleicht des Jahrhunderts gemacht, Jungs. Erste Nahrungsquelle. Ich bin ein bisschen stolz auf mich gerade. Ja. Hui, okay. Hugo! Ich präsentiere das jetzt so richtig geil. Ach, Digga, ich sprint hier hoch, Alter. Ich habe eine Hagebutte getragen. Ja, Hagebutten sind noch weiter. Jawohl. Joe. Die Hagebutten? Ja, das sind Rosenbeeren, Hagebutten. Kann man das essen? Das kann man essen, ja. Aber würde ich jetzt noch nicht essen. Das sollten wir uns aufheben für dann, wenn wir es wirklich brauchen. Soll ich in eine Flasche sammeln? Nee, lass uns dran hängen. Lass uns Ach so, stimmt, das ist smart. Ja. Aber kann man die essen? Weil die ja, kann man essen. Gar nicht zerplatzen. Warum soll man die zerplatzen? Das sind Hagebutten, nennen sich die. Das sind die Früchte von Rosen. Das ist eine Rose. War das eben ein cooler Schnitt? Warte mal, zeig mal her. Da, wusch. Geiler Schnitt. Wow. Ja, da muss man ein bisschen rein. Tja, das ist doch schon mal Teil 1 zum Sitzen. Für 2 im Zweifel 3 ist ja schon mal. Das ist top. Besser als nichts, ne? Fürs Erste. Es gibt 3. Guck, ob der
die Matratze und die Matratze. Ja. Das klappt. Das braucht nur Zeit, bis der Stahl nachgibt. Das ist. Aber pass auf, dass du dich nicht schneidest, das ist ein Quatsch, weil das geht hier relativ schnell, ne? Deswegen, ich bewege mich langsam. Hm. Kein Bock, dich zu verlieren jetzt. Ja, ich will auch noch nicht gehen. Das wäre echt scheiße. Positiv denken. Was macht der da? Zerlegt der den Flieger? Okay, Joey zerlegt erstmal den Flieger. Aber warum? Ich glaube, warum er das macht, das versteht man wirklich nur, wenn man vor Ort ist. Joey Kelly zerlegt uns hier. Kanta. Ja. Hast du noch Spaß? Ja, klar. Hast du Spaß? Ich bin auch drauf. Dann zeig's doch. Alles gut? Ja, klar, Joe. Ach, du filmst mich ja gerade. Ja, ich film dich. Hallo. Hallo. Grüße an Mama. So, das ist unser aktuelles Lager. Tja, ist doch gar nicht schlecht. Ein paar Baumstämme fällen, drüberlegen, die Dinger, die Tragflächen noch stabilisieren. Dann haben wir hier vielleicht insgesamt eine. Wobei das dann natürlich auch blöd ist, ist ein bisschen zu flach. Gerade diese Dinger hier ab aus dem Flugzeug, das wären auf jeden Fall schon mal, könnten schon mal zwei drauf schlafen. Und da auch. Da. Sechs Stück. Sandra. Ja? Das würde ich die Matratze, wenn ich das rauskriege. Nein, für uns alle. Aber ich nehme die schon gerne, Joey. Erst kommen die Frauen. Frauen und Kinder Rest, zuerst. Und dann komme ich vielleicht. So. Schon guter 1 Grad das Wasser, oder? Oh. Junge. Ey, ich bin einfach froh, dass wir Wasser haben, wirklich. Ja, Essen ist tatsächlich gar nicht so schlimm. Du kannst die ein oder andere Woche durchaus ohne Nahrung, also ohne Essen, überleben. Aber ohne Flüssigkeit, ohne Wasser, ist nach 2,5, 3 Tagen Sense. Ist Schicht im Schacht. Na, also wenn du nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise Flüssigkeit zu dir nimmst und wenn du Tau vom Gras leckst, ist das übel. Ist das richtig übel. Man, je nachdem, wie sehr man sich anstrengt und wie viel man auch schwitzt und so. Hier ist, könnte es vielleicht für 3 oder 4, 3,5 Tage reichen, ohne Wasser, weil man schwitzt nicht viel. Aber ich denke auch eher 2,5, 3 Tage danach wäre für die meisten Leute da vorbei. Weil es gibt nichts Schlimmeres als zu dehydrieren. Das ist richtig, richtig eklig. So, alles voll. Haben wir wieder weiße Wasser. Sterben werden wir heute nicht. Zumindest nicht an Dehydrierung. Oh, was machst du jetzt? Ja, kurz. Ich hab zu schnell gemacht. Ich muss Pause machen. Ja, ne? Geil, schnell. Alter. Geil, ey. Hugo muss kurz chillen, sagt er. Ach, was ist das für ein geiles Projekt, ey. Das ist echt ein geiles Projekt. Wie immer. Julia Bibbe Beautics. Ich schwöre, das ist so anstrengend, da hochzulaufen, ne? Ja. Digga, das denkt man nicht, ne? Nee, man denkt das nicht, aber es ist so kalt. Das ist echt anstrengend alles. Boah, das könnte alle. Es wird härter, als wir dachten. Ja, glaube ich auch. Ja. Du machst das mit Zaubern, Julia. Du auch. Hey, Uwe! Hey! Wasser? Aber das schmeckt auch noch ein bisschen nach diesem Mango-Zeug, was da drin war. Oder? Mango-Zeug? Ne? Da ist noch so ein bisschen von dieser Mango-Pampe drin. Aber so wenig, dass es eklig ist. Digga, anstatt dass wir es einmal ausspülen, haben wir es ausgespült. Habt ihr es ausgespült? Okay. Ja, ja. Aber junge Maschinen seid ihr. Digga, ihr seid richtig ja. Zwei deutsche Mercedes, Alter. Die sind doch in Neuseeland, ne?
Da ist trotzdem Flugverkehr hier oben. Guckt euch das an. Hier fliegt irgendwas über Neuseeland drüber weg. Wahrscheinlich irgendwo in Neuseeland gestartet und jetzt auf dem Weg zurück oder umgekehrt. Verschieden seid. Probier mal die Melonenpampe. Hier gemacht. Digga, komm schon. Schmeckst du? Komplett, irgendwie lecker. Ja, ne? Okay, aber irgendwie auch ekelhaft. Ja, besser als nichts. So ja, wirklich. Hugo. Was soll ich sagen? Digga, mal, ich check es jetzt. Jetzt kommt schon Tag 1 Retalk. Nein, aber Retalk, ich check jetzt erst, wie schnell ich immer alles machen will. Bro, ich bin. Was guckt da bei ihm oben? Ich weiß echt nicht, wie lange wir schon ausgesetzt. Was guckt da oben raus? Was hat der hier für eine Antenne? Was ist das? Ich tipp mal auf so. Hing da das Preisschild so dran? 3 Stunden oder so. 3 Stunden erst in meinem Kopf, 7. Ich muss chillen. Ich habe mich jetzt hier hingesetzt. Das ist zwar jetzt vielleicht ein bisschen faul, aber das ist kein Sprint, das ist ein Marathon, okay? Deswegen chill ich hier kurz. Ich trinke mein Wässerchen und ich muss erstmal. Komm mal klar, komm mal runter. Wenn der Gomme-Mode angeht, zieh nicht daneben, wenn der Gomme-Mode angeht. Da hilft kein Reden, wenn der Gomme-Mode angeht. Gomme-Mode, Gomme-Mode, Gomme-Mode angeht. Ist klar. So, ich helfe jetzt wieder mit. Ich habe realisiert, dass ich hier bin. Und jetzt wird weitergeholfen. Jawohl. Also mich bitte auch nicht falsch verstehen oder so. Das ist ja keine Hoffnungslosigkeit, die ich jetzt zum Ausdruck bringen möchte. Sondern ich möchte es einfach nur nicht einsehen, so einfach zu sagen, so nee, da gibt es eben kein Feuer oder gibt es halt nichts. Mir ist schon bewusst, dass es wohl darauf hinauslaufen wird. So. Was? Aber dass man dann wenigstens für die kommenden Tage schon einen besseren Plan hat, weil aktuell haben wir uns ja sehr auf das Flugzeug hier beschränkt, was völlig in Ordnung ist, macht ja Sinn, ne? Erstmal alles geil vorbereiten und dann Stück für Stück besser werden. Was hat er jetzt für ein Problem? Ja, das Ding ist dicht genug. Jetzt müssen wir schauen, dass wir die anderen auch noch ein bisschen abpolstern, weil wir haben hier eine Matte. Da kann einer zumindest drauf schlafen. Hier haben wir eine, aber die braucht unten noch Isolation zusätzlich. Okay, also willst du also, das jetzt alles auf einfach hier alles ausbreiten. Okay, da, würde ich vorstellen. Da nichts? Nee, dort kommt die Feuerstelle hin. Okay. Also hier wirklich so dicht machen wie möglich. Dann. Was lag da eben? Hier wirklich so dicht machen wie möglich. Dann. Was haben wir da? Oh, guck mal hier. Viel Bindeband. Was ist das hier? Keine Ahnung. Ein paar Kanister. Das sieht aus wie ein Ölkanister. Also daraus kannst du auf jeden Fall kein Wasser trinken, wenn das echte Ölkanister sind. Das kriegst du nicht ausgespült. Was haben wir sonst noch hier irgendwo gerade sichtbar? Na, die Wolldecken. Was ist das für ein Ring? Keine Ahnung. Aber guck mal, was hier an Zeug ist. Hier die Scheiben und so. Auf jeden Fall überall ohne Ende in Anführungszeichen Werkzeug. Also alles, was ihr an Grünzeug finden könnt, ausbreiten. Und Juri kloppt den Flieger kaputt. Warte mal, zurück. Ich will das Cockpit sehen. Was da noch drin ist. Okay, noch ein paar Instrumente sind drin. Gashebel, Gemischhebel. Was ist das hier? Weiß nicht. Tankhebel. Ah, schlecht zu sehen. Ja, Steuerhörnchen ist klar.
Kamera rechts. Rechts die Kamera. So wichtig ist, dass heute noch keiner nasse Kleider bekommt. Ja. Dann müssen wir morgen halt wirklich so viel Holz wie möglich herholen. Aber was richtig gut wäre, ist, wir können drei pennen. Ja. Hier einfach eine Plane. Ja. Das auffüllen mit Holz. Ja. Wir können eins, zwei, drei. Ja, ja. Die Mädels hier rein. Ja. Das wäre fände ich auch gut. Ja. Absolute Rettung. Fände ich gut, ja. Vor allem, aber dann müssen wir wirklich alles zumachen. Da müssen wir halt auf Folgendes achten. Es kann sein, dass es tatsächlich mehr Ressourcen benötigt, als wir dann für alle brauchen. Da müssen wir eben schauen. Weil wenn wir hier vielleicht mit Grünzeug zumachen können, dann ja. So fängt's an. Habe ich mir eben meine selber gebaute Klinge gerade gefasst. Aber finde ich eine gute Idee. Also gerade die Mädels, die müssen echt geschützt werden. Sicherungspanel. Ja, sorry, ich habe da gerade nur aufs Flugzeug geachtet. Also das ist keine Kulisse, das ist ein echtes Flugzeug, ne? Also so viel kann ich euch, glaube ich, ziemlich sicher sagen. Das ist ein echter Flieger. Der ist mal geflogen vor vielen, vielen Monaten. Also alle machen, was man tut. Die Frage ist, was man tut. Was macht Hugo? Was machst du da? Ich bin am Ackern. Warte mal. Mit der Schere. Nee, ne? Du schneidest nicht Gras mit einer Schere. Du machst so kleine, öfter Reis. So. Da hast du nur so cool. Okay, wenn du was so machst. Alter, was stimmt mit Hugo nicht? Hat der zu Hause englischen Rasen, wo er gelernt hat, wie man das macht? Mit der Schere so jeden Halm einzeln oder was? Hugo, was los? Was? Bei Minecraft nimmst du auch das Hackebeil. Mein Gut, da kriegst du keinen Rasen, da kriegst du halt Steine oder whatever, aber komm. Und du, es gibt teilweise Flecken, guck mal hier, wo das ganz leicht abgeht. Weißt du? Warum benutzen wir eigentlich nicht so Tannen? Weil diese Tanne, das ist eine optische Täuschung, wenn du davor stehst, die Tanne ist ganz unten in der Schlucht. Oh. Ja, ja. Was? Aber da? Hä? Da ist er. Der Mann ist. Jetzt bin ich auf die Geschichten gespannt. Was ihr macht? Doch, das sucht er nach Holz, mit dem wir ein Feuer einfachen könnten. Ja. Gleichzeitig ist er nach Ressourcen gesucht. Feuer einfachen, Holz. Geile Spots gefunden oder vielleicht was. Du hast geile Spots gefunden. Mit Fischen vielleicht. Oh. Müssen wir sich mal genauer anschauen. Ja. Also ich bin jetzt einfach von ganz hier unten über den Wald außen hoch bis ganz da hoch quasi. Das ist schon mal gut, auf jeden Fall die Umgebung. Er ist der Scout. Danke. Er ist der Scout. Er sondiert die Umgebung. Nicht falsch. Ist auf jeden Fall nicht falsch zu scouten, ne? Weil man sollte schon wissen, ob irgendwo eine Bärenhöhle ist oder sowas, wo dann Meister Grimbart, und nee, Meister Grimbart ist glaube ich der Dachs, wo dann Meister Petz irgendwie rauskommt, wenn er gerade dann mal unsanft aus seinem Winterschlaf geweckt wird und dann erstmal das halbe Camp verbüstet. Ne? Das ist schon gut, wenn man die Umgebung kennt. Gibt es in Neuseeland Bären und Wölfe oder Wölfe oder beides? Unsere Hauptaufgabe liegt heute eigentlich darin, dass wir uns hier so gut wie möglich vor der Nacht schützen oder vor der Nachtkälte. Und die eigentliche Schwierigkeit ist, dass wir einerseits alles nass und gefroren haben. Das heißt, wir müssen Isolation gegen den Boden schaffen. Wir müssen Feuer machen, Mann. Und andererseits müssen wir ein bisschen Windschutz machen. Und jetzt haben wir zumindest Matratzen rausgeholt, dass wir auf der Schulterzone, auf der großen Schulterzone ein bisschen isolieren können. Wir haben ein bisschen Gras drunter und zusammen mit den Schlafsäcken sollte es mehr schlecht als recht funktionieren, über die Nacht zu kommen. Die wird trotzdem sehr, sehr frisch werden. Also jetzt, wo die Sonne demnächst untergeht, wird es spannend. Ich kann keine Panik machen, aber hier kondensiert und friert es gerade auf unseren Sachen. Ja, also es wird frisch. Also es bildet sich gerade raureif auf den Schlafsäcken. Ich bin gespannt, wie es abends wird, weil man merkt, es ist jetzt sehr kühl. Mit Feuer. Feuer werden wir heute auch nicht machen, weil wir wollen die Fackel nicht verschwenden. Ja. Zur Erinnerung, im Flugzeug wurde ein Leuchtfeuer. Ja. Hm.
Unser Grasschlucken nimmt langsam Form an. Wir bauen hier quasi unsere Isomatte. Unten kommt das Gras hin. Und drüber packen wir das hin, was wir so im Flieger alles auseinandergebaut haben. Was Kelly und Joe hier rausgerissen haben. Aber hier sieht schon noch was aus hier. Da müssen wir überall noch Folie drauf machen, weil das alles gut ist. Hammer wäre echt nochmal ein Dach, ey. Dach ist echt schwierig. Ja, heute noch nicht. Wie ist bei dir so energiemäßig? Digga, bei mir, ich glaube nicht wegen, also körperlich ja, ein bisschen, aber ich, Digga, Jetlag ist bei mir tot, Alter. Ja. Jetlag auch nicht zu verachten. Die sind auf der anderen Seite der Welt, das heißt, die haben wahrscheinlich 12 Stunden Zeitunterschied, so roundabout. Und die sind irgendwann los. Ich weiß nicht, wir müssen mal nochmal in die Dingens gucken. Ich glaube, als die am Flughafen waren, aber vielleicht war das nur das Team, aber ich meine mich zu erinnern, dass ich irgendwas gehört habe, als sie am Flughafen waren, angekommen sind, also bei dem kleinen Flughafen, wo die Helikopter warteten. Ich glaube, da war es irgendwie 4 Uhr deutscher Zeit. Ich meine mich da sowas im Behind the Scenes irgendwo gehört zu haben. Vielleicht war das auch irgendwie das vom Team oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, der Zeitunterschied ist heftig. Geh mal Jetlag. Für mich wäre es genau richtig. Ich lebe quasi in dieser Zeitzone. Ich lese hier einmal kurz vom Polster runter, dann kann ich das mal rausschneiden. Achso, ja. Jo, ja? Wir haben noch die zwei Decken hier. Ja. Aber ich glaube, die braucht derjenige, der den kleinsten Schlafsack hat. Weil der ist so super schlecht. Der ist so mega schlecht. Okay. Aber ist nur einer richtig scheiße? Nee. Da sind ein paar richtig scheiße. Die machen den ganzen Flieger kaputt. Guck mal kurz, meine Perspektive, wie unser Zuhause aussieht. Hier, die zwei Flügel haben wir als Windschutz. Leider noch kein Dach, ne? Das mit dem Windschutz, das ist auch ein bisschen schwierig. Ich sag's mal so. Wenn da mal eine ordentliche Bö kommt, dann reißt es die Dinger weg, wenn die nicht ordentlich stabil sind. Ich weiß nicht, wie sie hinten am Flugzeug festgemacht sind, aber wenn der Wind, ich sag mal, von hier oben vom Berg runterkommt, dann weht er hier rein und die Dinger hier, die bringen da gar nichts. Weil die nach dort umkippt. Aber wer weiß. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie es hier vorne befestigt ist. Vielleicht zeigen sie das nochmal. Vielleicht ist es irgendwo hier vorne in der Scheibe verkantet oder so, keine Ahnung. Hier hinten bin ich mir nicht ganz sicher. Aber das Stöckchen hier, das hält nicht. Das hält auf keinen Fall. Über viel Gras holen. So. Dann müssen wir morgen halt versuchen, alles so gut wie möglich zu trocknen. Jetzt müssen wir Folgendes überlegen. Wir haben hier eine Matratze mit einem Haufen Gras und die Matratze bringt so eigentlich wenig den Leuten. Sollen wir die verteilen oder was sagt ihr? Ja, dieses Sofa ist nur Luxus. Also ja, das ist eigentlich. Ja? Besprechen wir, wenn alle da sind. Ja, so halt. Also ich verzichte drauf. Ja, weil wir müssen da unten noch ab. Da kann doch gut jemand drauf liegen. Also da muss so viel wie möglich jetzt auch oben drauf. Aber wenn ihr die Tüte braucht, dann nehmt sie mit. Da oben drauf auch mal Gras. Ja. Hier oben drauf? Ja, wo ist Stefan? Also da wo noch Gras. Stefan? Das Gras in dem Beutel, ne? Wollen wir das rausnehmen und verteilen lieber? Dann haben wir noch mehr, weißt du? Wir brauchen noch viel mehr. Ja, deswegen wollen wir das aus dem Beutel nehmen? Na klar. Ja, verteilt sich halt. So, es wird langsam dunkel, man sieht. Aber man sieht, bis jetzt. Es nimmt Formen an. Funktioniert jeder sehr, sehr gut. Es nimmt Formen an. Funktioniert auf jeden Fall sehr, sehr gut. Gutes Teamwork, alles. Ist gut. Was piept da immer? Piep, piep, piep. Hört ihr das? Sind das irgendwie die GoPros, die da rumpiepen? Boah, da im Tal wird es auch schnell dunkel, wa? So, folgendes Problem. Wir wollen ja alle Gras sammeln. Also nicht Gras hier, ne? Ihr checkt. Guckt euch das an. Alles mittlerweile gefroren. Egal, nimm mit. Digga, ich dachte, diese Staffel wird so pussymäßig.
Digga, ich hab zu meiner Mutter gesagt, ja, ja, keine Sorge, wird Pussy-Staffel. Digga, leck Eier, das ist die härteste Scheiß-Staffel, die es gibt, Alter. Ist hart. Das ist, die Staffel ist echt hart. Ich könnte euch nicht vorstellen, wie kalt es ist. Oder ich bin hier mit, ich hab ein neuer Trikot an, ein 10 Euro dünnes T-Shirt, Thermounterwäsche, Wollpulli und Jacke. Und es ist trotzdem scheiße kalt. Ja, okay, neuer Trikot und T-Shirt ist jetzt, ja. Ja, es ist jetzt nicht so der Hit, ne? Ja, was soll man machen, ja? Da gibt's hier noch was, wo man helfen kann oder so? Nee, jetzt ist eigentlich nur noch, dass man sich irgendwie beschäftigt und sagen, so lange wie möglich wach bleibt. Holz sammeln. Also die Schlafsäcke sollten wir mal hinlegen. Warum kein Holz sammeln? Feuer machen. Immer Holz sammeln. Wenn man nichts zu tun hat, immer Holz sammeln, immer Ressourcen sammeln. Es sind Kinder. Macht man in jedem normalen Spiel, in Anführungszeichen. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Ne? Wenn man nichts zu tun hat, sammelt man Ressourcen, egal welche. Schlafsäcke dabei. Also, wir müssen ein bisschen abklären, wer wo reinpasst. Die, was gesetzt ist, die Carinthia bekommen die Mädels. Dann haben wir ein paar andere. Also was wir brauchen auf jeden Fall einen für Joey, der, wo er reinpasst und Roller noch zumachen kann. Und ja, müssen wir. Kinderschlafsack wäre schnell geklärt, ja. Das hast du jetzt gesagt. Nein, überhaupt nicht. Ja, es hilft. Es hilft ja nichts, wenn man den Schlafsack nicht zubekommt, das meine ich. Und diejenigen mit den dünneren Schlafsäcken kriegen zusätzlich Decken noch drüber. Und dann würde ich tatsächlich sagen, dass man so nah wie möglich schläft, einfach um seitlich warm zu halten. Ja, also. Ja, auf jeden Fall kuscheln. Schon hackt der mal noch an dem Flugzeug rum. Wie geil, Alter. Joey-Maschine, ey. Der zerlegt den ganzen Flieger. So. Wir haben jetzt das hier alles ab, da die Klappe aufgemacht, da können zwei Leute drin pennen. Ist zwar eng, aber es geht. Ich könnte da vielleicht allein drin pennen, aber mit zwei Leuten, auf jeden Fall, Alter, das Klappe. Da würde ich sterben bei und hier Platzangst. Können auch zwei, drei Leute drin pennen, wenn wir jeden Tag ein bisschen ich würde wahrscheinlich auch draußen pennen lieber. Nicht da drin. Nach 14 Tagen können wir. Vor allem in so einem Flieger drin, da ist das arschkalt. Ne? Das ist im Prinzip ja nur noch Blechwand und die heizt sich nicht auf. In eine Reihe pennen. Wie die Orgelpfeife. Und was sind das? Federn? So Sprungfederpolster? Die Sprungfedern sind gut. Nehmen wir auf jeden Fall dicht. 100%. Müssen wir das auffüllen mit irgendwelchen Materialien, aber das kriegen wir auch Flieger locker oben hin. Dicht machen mit Essen. Mit Erde das Ding auffüllen. Aber jetzt ist richtig dunkel. 18.09 Uhr, Alter. Ja, früh schlafen gehen, ne? Es ist kalt wie Sau. Joe ist jetzt scouten gegangen. Ich gehe jetzt auch scouten. Weil es ist gerade mal 18 Uhr und es ist schon kacke dunkel. Wir sind alle auf Jetlag. Und das bringt halt alles nichts. Wenn wir uns jetzt schlafen legen, dann sind wir um 9 Uhr wieder wach. Ja! Yeah. So, ich mach den Scouter. I'm a Scouter, man! So, ich gehe jetzt diesen Berg hoch. Oh, ist das kalt. Warte mal, haben da eben Augen reflektiert? Warte mal. Scourer, man! So, ich gehe jetzt. Nee. Diesen Berg. Ich dachte, das waren nur die, ist das kalt. Die Kristalle vom Raureif. Da geht die Sonne unter. Was ist das da hinten noch so? Das sind irgendwelche Mädels oder so. Oh. Das ist ein Wald. Krass, alles morsch. Uwe befindet sich an Stefans bevorzugtem Lagerplatz. Wenn ich mal Regengeschütz war. Oh, nix. Oh. Krass.
so viel Baumaterial, Alter. Die können ein komplettes Blockhaus zimmern da. Von da bin ich gekommen. Nicht, dass ich mich verlaufe hier. Gut, das ist morsch, aber hey, ist ein Blockhaus. Oh, wer jetzt hier sich ganz nach unten traut, ist ein Motherfucker. Irgendwie ist es viel wärmer als da unten. Na klar. Kein Wind. Hier ist von der Stimmung her, also von der Temperatur, viel geiler, weil hier so die Bäume dicht einander sind irgendwie. Aber wie gesagt, ne, die kalte Luft, das ist Physik, ne? Warme Luft steigt nach oben, kalte Luft fällt nach unten, ist genau wie mit Wasser. Wenn die da an diesem Plateau sind, da geht immer ein Wind, weil immer kalte Luft nach unten zieht und immer da vorbei. Das heißt, die haben da so einen permanenten leichten Wind, der auf sie drauf trifft. Das muss kein merkbarer Dollar, sondern ist immer so ein permanenter, der so da ist, so ein permanenter kleiner Luftstrom. Und der ist im Wald natürlich nicht da. Und dieser Wind, der kann ganz schön kalt machen. Und das macht sich bemerkbar, wenn die da in so einem Wald sind, ne? Hier spürt man irgendwie dieses Leben und man spürt auch die Vergänglichkeit des Lebens. Ja, die Werbung gönnen wir natürlich. Die lassen wir natürlich drin. Der macht doch eine Scheiße, der Meinecke, ne? Geiler Typ. Richtig geiler Typ. Bikepacking-Abenteuer Kirgisistan. Schaut's euch an. Nicht einander sind irgendwie. Irgendwie ist hier ein bisschen gemütlicher. Stell euch mal vor, hier kommt einer so mit so einer Maske einfach mal raus jetzt. Yeah. Ja, hier ist viel gemütlicher. Viel, viel gemütlicher. Der große Vorteil jetzt, nachts unterwegs zu sein und zu suchen, ist, dass man tatsächlich Störungen unmittelbar sieht. Also hier ist vor ganz, ganz kurzer Zeit ist hier was durchgelaufen. Das ist ganz frisch. Das heißt, wir haben hier wirklich Spuren und es gibt einige nachtaktive Tiere hier. Vor allem Possums und mit ein bisschen Glück. Possums verwenden ähnlich wie Füchse immer wieder dieselben Spuren. Also die treten immer, nehmen wir immer den gleichen Weg. Und deshalb, was ist das jetzt die GoPro? Hat die so einen Restlichtverstärker-Modus? Ist die so geil, die Cam? Okay. Muss ich wieder mal drüber nachdenken. Lassen die sich relativ einfach auch fangen mit Schlingen. Und man erkennt auch Kratzspuren an Bäumen, so Reviermarkierungen. Und mit ein bisschen Glück sieht man die sogar in den Bäumen hängen. Das habe ich noch ganz gesehen. Und kann natürlich auch relativ gut klettern. Also das haben wir bei Ice Edge gelernt. Opossums hängen in Bäumen. Ne? Die leben nicht in Höhlen, die hängen in Bäumen. Wissen wir. Aber hier ist auf jeden Fall was durch. Ah, und es war aber ein Hirsch. Das sieht so aus, als ob es. Ja, das ist wahrscheinlich festgefroren. Das ist ein Hirschwechsel hier. Ja. Das ist glitzern von dem. Sieht so krank geil aus. Runter. Und hier ist er relativ breit. Und ich habe jetzt auf unserem toten Briefkasten entdeckt. Okay. Kurze Erklärung. Joe hat den Briefkasten entdeckt. Dieser spielt eine besondere Rolle in Staffel 4 und hat zwei wesentliche Funktionen. Erstens können die Teilnehmer hier ihre vollen Speicherkarten und defekte Technik abgeben. Zweitens werde ich im Laufe der Zeit in diesem Briefkasten Funksprüche platzieren. Diese geben Hinweise auf in der Region befindliche Gepäckstücke, die im Szenario beim Flugzeugabsturz verstreut wurden. Boah, da würde ich jetzt natürlich, hätte ich jetzt tatsächlich gefeiert, wenn das Funkgerät im Flugzeug dafür verantwortlich gewesen wäre. Also nicht die,
so eine Box oder so, sondern dass die Teilnehmer hätten wirklich versuchen müssen, anhand mit einer Batterie und mit ein paar Drähten vielleicht das Funkgerät im Flugzeug zum Laufen zu bringen. Ich glaube, das hätte ich gefeiert. Ich glaube, da wäre ich, das hätte ich top gefunden. Gut, ist vielleicht der ein oder andere mit überfordert, drei Drähte anzuschließen. Aber wer weiß. Ein Hirschgeweih drauf. Hier ist alles voll mit Hirschen. Also man sieht überall die Hirschspuren. Und das ist unser Prüfer. Ist das für Funk Bakterien. Funk. Auf einer guten alten MC. Was hat er gesagt? Auf einer guten alten MC. Wo ist dann der MC? Und das ist unser... Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, MC ist eine Musikkassette. Das ist so ein Plastikding. Da drin sind zwei Rollen und viele hundert Meter magnetisches Band. Und da wurden früher Audiodateien, würde man sie heute nennen, oder Audiodaten drauf gespeichert. Hm. In Stereo. Gab es damals schon. Krasse Technik. Bevor, da ist okay, da ist die Kassette. Da hat man sie gesehen. Funkspruch Nummer 1. Auf einer guten alten MC. Oh, ist ein ganzes Ende, wa? 500 Meter? Ey, sieht das gruselig aus! Echt? Das sieht todesgruselig aus, oder? Ey, Zeit, dreh mal die Kamera. Ah ja, oh mein Gott, wow. Stimmt, wir können ja auch Selfie Julia. Machen. Ja. Hey, ist das verrückt. Wir sehen todescreepy aus. Ey, Leute, wenn wir euch so nachts begegnen würden, ne? Ich sag, ihr würdet schreiend wegrennen. Ich würde auf jeden Fall schreiend wegrennen. Ich auch. Na? Fazit der ersten 4 Stunden. Das Fazit der ersten 4 Stunden ist, wir waren alle sehr fleißig. Mhm. Wir haben viele tolle Pläne gemacht. Mhm. Wir haben sie teilweise gut umgesetzt bekommen. Mhm. Was haben wir nicht gut umgesetzt bekommen? Feuer. Das ist eher mangelnder Ressourcen, nicht unserer Fähigkeiten geschuldet, sondern alles, was wir an herausrupfbarem Gras gefunden haben, haben wir hier großflächig verteilt. Das Wort großflächig ist hier eher das Problem. Kompakter wäre natürlich ein bisschen wärmer, aber dann haben wir halt keinen Platz. Ja, so. Sind halt immer noch 7 Leute, ne? Sind halt einfach immer noch 7 Leute. Und dementsprechend haben wir das für jetzt aktuell leider das Maximale rausgeholt. Mhm. Und jetzt müssen wir einfach die Dinge da harren, die da kommen und morgen auf Besseres hoffen. Ja. Und es wird morgen definitiv besser, weil wir mehr Zeit haben, uns vorzubereiten für Feuer zum Beispiel. Mhm. Und wir werden nochmal ausdiskutieren, wo wir genau unser Quartier beziehen, ob wir tatsächlich hier bleiben wollen oder ob wir umziehen oder irgendwie ein Mittelding, wie auch immer. Wir werden das morgen nochmal prüfen. Heute heißt es einfach original krass durchhalten. Es gibt jetzt hier keinen Plan B. Es gibt wirklich keinen Plan B mehr. Mhm. Entweder bewegen oder frieren. Okay. Ja. Und, vielen Dank für dieses Interview. Ja, gern geschehen. Ich bin raus. Tschüss. Joey, haben Sie kurz Zeit für ein kleines Interview? Ja. Wie geht's dir? Ganz gut. Ja? Ja. Du bist noch motiviert? Ja, definitiv. Was ist deine Prognose für die nächsten Tage? Schaffen wir das? Ja. Das wird aber sehr, sehr hart. Ja? Aufgeben ist keine Option. Der härteste Seven vs. Wild Staffel, die es jetzt gab. Meinst du? Definitiv. 100%. Aber du bist trotzdem gewillt, die 14 Tage durchzuhalten. Das ist mein Ziel auf jeden Fall, ja. Die Kälte ist natürlich fies, ne? Mhm. Jetzt stell mal vor, es würde jetzt auch noch schneien. Tut's ja aber noch nicht. Genau. Laut aktuellen Wetteraufzeichnungen ist in den nächsten Tagen mit Schneefall zu rechnen. Autsch. Es würde regnen. Tut's ja aber noch nicht. Joey, was wird dich hier rausbringen? Oh ja, das ist eine gute Frage. Wenn es regnet, wenn es schneit, wenn es so kalt ist wie jetzt, was würde dich rausbringen? Abgerissen ins Bein. Ich würde versuchen zu bleiben. Kannst du dir ein Szenario vorstellen, wo du abbrechen würdest? Wenn man schwer verletzt ist. Sonst nicht? Sag ich, abgerissenes Bein. Also wirklich nur, wenn du kurz vor Abkratzen stehst? Ich glaube schon, also zumindest habe ich das jetzt in den letzten 25 Jahren alle, sag ich mal, Geschichten, die ich gemacht habe,
habe ich die alle zu Ende gebracht. Das wäre kein guter Anfang, wenn ich jetzt hier abbrechen würde. Das wäre nicht gut. So, ich bin aus meiner kleinen Expedition zurück. Was macht Hugo? Hugo chillt. Was sieht der Panne aus? Was los? Ist er schon eingefroren? Ja. Hugo, Problem, Alter? Hugo, direkt gelber Knopf oder was? Der sieht fast aus, als will er raus. Ja, ich bin auch todmüde, Digga. Ja, ich weiß. Aber der hat Jetlag des Todes, ne? Hugo ist komplett am Arsch. Ja. Der ist weg. Bist du schon im Bruch, würdest du sagen? Ich bin gerade im Loch. Im Loch. Tiefpunkt. Oh, so sieht ein Tiefpunkt aus. Würdest du abbrechen? Nein, ich könnte das niemals. Ich würde das so bereuen. Ja, same. Oh, okay, Digga, ich bin auch nicht. Du brauchst ein bisschen Schlaf, Hugo, das ist alles. Ja. Ey, das war ja fast zwei Tage Reise. Zwei Tage Reise. Ey, Hugo, kannst du mal rücken? Ja? Kannst du rücken? Ja. Ja, beweg dich mal ein bisschen, glaub mir, ist gut. Okay, ich hab auch Hunger. Also. Ja, ich mach jetzt 5 Minuten Pause, dann geh ich auch einmal hoch und einmal runter. Und so wird mein, das wird mein Abend sein. Digga, habt ihr auch so einen Handygriff? Was? Dass ihr euch ans Handy greift? Also ich hab jetzt dreimal wollte ich mein Handy zucken. Echt? Krass, ja. Kannst du sehen, Alter, heftig. Boah, bei mir fehlt die Zigarette. Als wir Gras gezupft haben, wollte ich halt Red Bull holen, ne? Aber das war so, ich hatte einen Red Bull Griff. Digga, er sagt, hier ist kalt. Ich schwöre dir, ist viel wärmer. Echt? Ja. Ja, weil Hugo da gerade gesessen hat. Und also, weil da im Moment wenig Wind weht. An unserer Stelle hätte ich das direkt zugebaut. Das hätte ich auch zu Anfang gemacht. Ne? Und hier gepennt. Also, das wollte ich ja so machen, hier vorne oben alles zumachen. Ne? Aber es war noch zu klein, dann musstest du erstmal stundenlang alles ausbauen. Aber ist doch scheißegal, Alter. Einmal alles rum. Digga, ganz ehrlich, hier ist es allein schon viel wärmer, wenn du dich so hinlegst. Mhm. Digga, beste Leben. Oder hier ist es seitlich und da noch eine. Ja, ja, das mit Schlafsack hier so rein, auf korrekt. Das wird. Das Ding kann man gut zumachen. Und dann können da auch ein paar Leute drin liegen, natürlich, das geht. Boah, dachtest du ehrlich, es wird so schwer? Aber in der Kälte hätte ich jetzt nicht da drin gesehen. Wird's kalt. Ich auch nicht. Da drin wird's kalt auf Dauer. Ich bin müde geworden. Ach, du meinst du, ich kann ihm mal so kurz ein Powernap machen? So, auf korrekt, weißt du? Nee. Ich bin auch nicht so lange mit ihm zusammen. Irgendwie zieht das hier überall durch. Das ist der Wind. Das ist dieser miese Wind, der vom Berg runterkommt. Wie sollen denn alle 7 reinpassen? Krass, da unter ist ja auch offen, ne? Ich realisiere das gerade. Das ist ein Eingrabenfinger. Ich realisiere das gerade. Das ist einfach am Arsch. Das ist krass, ne? Die Realisation ist echt. Ich gehe hier gerade hoch. Oh, wo? Im Dunkeln. Wie denn? Aber wegen wie sind gut. Die anderen hier hochgekommen? Digga. Guck mal da. Da sind die anderen. Da. Okay, da. Alles klar, wir verstehen's. Seht ihr das? Das ist ein cooles Bild hier. Schau mal. Wer ist das? Gugu! Knossi Sascha gegrüßt. Er antwortet nicht. Gugu! Okay, es ist Joe. Er hat irgendwas gesagt. Okay, wenn da Steine in seine Richtung also fliegen, dann Joe denken sie, er war ein Tier. Spaß natürlich, ne? Hast du irgendwas gefunden? Den Briefkasten. Echt? Ja. Ist der so weit weg? Der ist da unten. Halt deine Fresse. Ja. Kassette und Batterien.
Ja, war eine Kassette drin? Ja. Oh mein Gott, geil, Content. Content. Oh. Was? Digga, da sind die. Habt ihr uns was mitgebracht? Ja. Was denn? Eine Kassette. Ah, Funkspruch. Ja. Ja, kommt her. Ja. Hugo hat gerade runtergerufen, dass er eine Kassette für uns gefunden hat, der Funkspruch. Ja, komm her, lass anhören. Kassette? Joe. War beim Briefkasten oder was? Ja. Aber jetzt verstehe ich das. Wenn ich das richtig gesehen habe, haben die da so einen Kassettenrekorder, so einen Player. Und der braucht natürlich Batterien. Und bei dem Wetter verlieren die natürlich schnell ihre Ladung. Deswegen ist das sehr, sehr schlau, dass die neben der Kassette auch ein paar Batterien in dieses Tupperpäckchen reingepackt haben. Ich hoffe, da ist jetzt eine Videobotschaft, wie zum Beispiel, Digga, ein Feuerzeug ist da und da. Bruder, und dann würde ich mich selber anzünden, also. Warum? Junge Sandra. Ja, ja, ihr könntet, ich schwöre, ich würde so lange brennen für euch. Hol mal den Kassettenrekorder, den Rekorder. Wo ist denn hier irgendwo sein. Hat doch eben in der Hand gehabt. Drin, oder? Das schaust du doch mal. Ja, das können wir aber schon noch verwenden. Also danach sind sie nicht leer. Also werden wir es verwenden dürfen, das Funkgerät? Ja, hat uns keiner gesagt. Das ist richtige Seite. Ja. Oh mein Gott, ich bin so durch. Ja. Oh mein Gott, Leute. Funkspruch 1. Boah. Mieser Cliffhanger. Seven versus Wild. Crashed. Sehr geiler Auftakt. Ein wirklich sehr, sehr geiler Auftakt, finde ich. Und ja, wenn ich jetzt mal so ein kleines Resümee ziehen müsste, dann würde ich sagen, mir sind, also für mich persönlich, als mehr oder weniger Unbedarfter, ich meine, ich habe damals Rüdiger Nehberg gelesen und quasi verschlungen, und wir haben damals unsere Survival-Touren im Harz gemacht, ne? Also so mit 14, 15, 16 haben wir das regelmäßig gemacht, sind wir per Anhalter in den Harz getrampt und haben da quasi Durchschlageübungen gemacht. Und ja gut, das war natürlich was völlig anderes, ne? Zu der Zeit auch. Kannst du heute nicht mehr bringen. Und also was ich hier wahrscheinlich anders gemacht hätte, wäre, ich hätte diese, wie hat Joe so schön gesagt, diese exponierte Stellung verlassen, hätte vielleicht versucht, irgendwie in irgendeiner Art und Weise zumindest die transportablen Teile vom Flugzeug irgendwie mitzunehmen. Das wäre einmal am ersten Tag, wo noch Power da ist, eine Anstrengung gewesen, natürlich, aber die Dinger hätte man, wenn man die Tragflächen, glaube ich, in den Wald gebracht hätte und sich dann einen vernünftigen Shelter gebaut hätte, weil Sheltermaterial war genug da, ne, was da an Bäumen rumstand, die man hätte ummachen können, irre. Und wenn ich mir die anderen Wälder so, also es ist ja komplett Wald drumherum, wenn man sich das angeschaut hat, hat man gesehen, da ist auch wahnsinnig viel Grünzeug gewesen, womit man sich dann hätte ein Dach bauen können und. Klar, vielleicht nicht am ersten Tag komplett fertig, aber ja gut, die haben nicht mal ein Feuer. Die haben, im Moment ist es gar nicht fertig. Wenn es regnet, sind die genauso am Arsch wie in einem offenen Wald, wo aber dann weniger Wind weht. Und wo sie direkt am Feuerholz sind, meiner Meinung nach. Also, bisschen schwierig. Gut, in einer wirklichen Überlebenssituation sollte man sich natürlich nicht so weit von der Absturzstelle entfernen. Weil, wenn nach irgendwas gesucht wird, dann irgendwie nach der Blackbox des Fliegers oder so. Und wenn man dann nicht in der Nähe des Wracks ist, ja klar, die suchen einen natürlich auch, aber ist natürlich die Frage, wie schnell will man gefunden werden? Und da bietet sich
in der Nähe des der Absturzstelle natürlich definitiv eher an. Ja. Also meiner Meinung nach Fehler Nummer 1 ist kein Feuer bei der Temperatur und Fehler Nummer 2 ist, dass sie die Location nicht gewechselt haben. Aber wer weiß, vielleicht machen sie das ja noch. Wir werden sehen in der nächsten Folge, auf die wir natürlich auch wieder reagieren, hier auf diesem Kanal. Wenn euch diese meine Meinung gefallen hat, dann zögert nicht. Lasst gerne ein Abo für den Kanal da. Würde mich auf jeden Fall freuen und mir helfen, vielleicht endlich mal die 1000 Abos zu erreichen. Das wäre ganz toll. Ansonsten, ja, gerne kommentieren, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Von mir aus auch nach unten und schreibt ruhig, dass das scheiße ist. Hauptsache, ihr interagiert mit dem Video. Alles klar. Bis denn dann bei der nächsten Folge. Tschüss, hab euch lieb. Bye, bye.